Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video hier im Dezember, hier im Adventskalender. Und heute nehme ich euch ein bisschen live mit, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe. Ich muss für meine Eltern einkaufen fahren, weil die in Quarantäne sind. Ich muss zum Hermes-Zentrum fahren, weil nicht sicher ist, ob ich nächste Woche noch irgendwie rüberkomme, ob die das Zeug noch abholen. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, wenn in Bayern der harte Lockdown ist. Das muss ich abklären. Dann holen wir eine fette Sammlung Games, Konsolen und so weiter. Ich nehme euch dann natürlich auch mit und ein paar Bestellungen muss ich auch noch abholen. Die zeige ich euch dann auch noch gleich. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen mache ich einen kleinen Vlog. Und bevor wir starten, gibt es natürlich etwas zu gewinnen. Heute gibt es den Rasputin, nämlich den Funko Pop. Den gibt es heute zu gewinnen. Unter allen Abonnenten, die dieses Video liken, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Den Gewinner von gestern ziehe ich wieder am Ende des Videos und den Gewinner von heute wird dann wieder morgen am Ende des Videos gezogen. Wie immer, meine Freunde, hat sich schon eingespielt und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Da macht ihr natürlich immer mit. Und jetzt fahren wir direkt los. Jetzt geht es das allererste Mal nach Deutschland. Da muss ich noch einkaufen fahren. Und dann geht es zu den Waren. Ich zeige euch immer alles, was ich abhole. Und es wird sehr, sehr spannend, denke ich. Und gebe euch zwischendurch ein paar kleine Tipps mit, ja. Und bei mir ist auch sehr, sehr viel los gewesen. Es ist was passiert in meiner Familie. Leider, leider. Und deswegen gab es auf Instagram auch nicht so viele Stories. Ich war übelst K.O., die von meinem Bereich wissen. Und ja, man muss immer weiter schauen. Man muss immer nach vorne schauen, meine Freunde. Und weil man kann immer mit zwei Arten mit einem Geschehen umgehen, habe ich euch ja immer gepredigt, entweder so oder so. Natürlich kann man eine Weile trauern oder irgendwas anderes machen, aber dann muss wieder der Fokus da sein, weil ansonsten bringt dich das im Leben nicht weiter. Nur so als kleiner Tipp am Anfang und jetzt geht's direkt los. Ich wünsche euch extrem, extrem viel Spaß. Wir sehen uns. Bis gleich. So, Freunde, Einkauf ist ja auch erledigt. Heftig, heftig, dass man, also wenn man früher gedacht hätte, man muss seinen Eltern einkaufen gehen, weil sie beide nicht aus dem Haus dürfen, ist eine heftige Geschichte meiner Meinung nach. Ich habe auch noch ein Paket bekommen, das schauen wir uns dann, wenn ich im Lager bin, an. So, meine Freunde, jetzt war ich ganz kurz beim Hermes-Shop. Also es sieht so aus, wir müssen die Pakete rüberbringen. Die holen es nicht mehr ab, wenn Lockdown ist, weil die dann anscheinend bei der Rückfahrt müssten die, wenn die Pech haben, in Quarantäne. Also das haut nicht hin. Also wir müssen die rüberbringen, beziehungsweise ich, weil jetzt gerade jeder im Krankenstand ist, wirklich jeder. Ich bin der Einzige, der jetzt noch bei uns arbeitet, jetzt eh schon eine Weile lang. Und meine Eltern, wie gesagt, sind in Quarantäne, für die habe ich noch eingekauft, das habt ihr auch gesehen. Dann habe ich noch eine fette Ladung USB-Sticks bekommen, die ich importiert habe, die zeige ich euch später noch. Und jetzt fahre ich kurz zur Tankstelle und hole mir natürlich Red Bull und dann geht es weiter zu einem Kollegen, wo ich halt die Spiele hole, beziehungsweise zu einem Flohmarkthändler, wo ich die Spiele hole und die Konsolen. Was ich euch jetzt unbedingt noch reselling-technisch mit auf den Weg geben will, wenn ihr auch was abholt, lasst euch per Mail einiges bestätigen, welche Spiele dabei sind, ob die Konsolen funktionieren, welchem Zustand die Spiele sind, ob die funktionieren, ob ihr das weiß. Lasst euch das so viel Infos, wie es geht, schriftlich bekannt geben, weil dann könnt ihr immer noch sagen, schau mal her, das und das hat nicht gestimmt. Vergleicht das, was ihr bekommt, auch mit dem, was auf der Liste steht. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr keine Liste bekommt, dann müsst ihr euch das vor Ort anschauen, in sehr, sehr vielen Fragen. Aber vor Ort ist immer blöder, weil es einfach, ja, keine Beweise gibt. Jetzt nur, meistens läuft ja alles gut, aber natürlich, wenn man redet oder wenn man schriftlich hat, ist ein grober Unterschied, meine Freunde. Und ja, ich habe mir alles bestätigen lassen. Ich werde jetzt hinfahren und jetzt schauen wir mal, was da so geht. Dann angekommen, direkt in die erste Box reingeschaut, wo ich gleich PS1-Controller gefunden habe, die ungefähr einen Wert von 14 Euro haben. Laut seinen Angaben funktioniert alles und wer eigentlich dieses Video jetzt hier aufspreche, beziehungsweise diese Sound-Datei dazu erstelle, habe ich schon alles getestet. Die Konsolen funktionieren alle, auch die Games hier funktionieren alle, die teuren Games habe ich getestet, auch diese hier funktioniert und auch die ganzen DS-Konsolen funktionieren alle einwandfrei. Grundsätzlich habe ich für jeden Artikel, den ich jetzt hier habe, also ich habe einen Durchschnittspreis von 1,30 Euro pro Artikel bezahlt, ich habe dann auch noch Minifiguren dazu genommen und sehr, sehr viele andere Games, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Also wie gesagt, durchschnittlich nur 1,30 Euro pro Teil, was ich jetzt hier habe, bezahlt. Die Figuren habe ich dann liegen gelassen, die habe ich nicht mitgenommen. Ist einfach nichts für meinen Shop. Diese Games habe ich alle mitgenommen. Es sind ganz, ganz wenig FIFA dabei. Ich glaube, 2 Stück. Ein paar 18er Games, dafür OVP Games, wie hier dieses PS4-Spiel. 1,30 Euro pro Stück, pro Artikel. Warum ich das immer pro Stück und pro Artikel rechne, das zeige ich euch dann später im Anschluss und erkläre ich das ganz genau, wenn ich alles hier live bei mir habe.
Und jetzt habe ich mir ein paar Konsolen noch angeschaut, was er da noch hat, ein paar Karten. Also bei ihm kannst du einfach alles kaufen, du kannst durchschauen und wenn du Bock hast, dann kaufst du das Ganze an. Dann habe ich noch ein bisschen rumgeräumt und habe dann richtig, also hier sieht man, wie ich alles ein bisschen rumräume. Das sieht eigentlich echt witzig aus. Und dann habe ich ja diese coole Box gefunden, kurz nochmal durchgezählt, damit ich schauen kann, okay, wie viel sind in so einer Schachtel drin, wie viel Schachtel bekomme ich, aber zu der Stückzahl dann später mehr. Aber dann habe ich das Teil hier gefunden, sehr, sehr viele neuwertige Gameboy-Spiele sogar noch verpackt, also in so eine extra Schutzhülle, Mario-Games, alles Mögliche am Start, richtig cool. Auch für die nur 1,30 € pro Stück, also ich habe wirklich im Schnitt 1,30 € per Zahl, Freunde, müsst ihr mir auf der Zunge gehen lassen. Natürlich 20% kommen oben drauf plus eBay-Gebühren und hier sind noch die Minifiguren, die ich auch erhalten habe, dann für den gleichen Preis 1,30 € pro Stück, die gehen auch extrem, extrem gut weg. Richtig nice. So, meine Freunde, ich habe hier die GoPro fixiert, also habt keine Angst, ein bisschen wackelt, weil die Halterung hier in dem Auto nicht so geil ist. Ihr habt gesehen, der hatte einiges an Waren am Start. Wir haben Konsolen bekommen, wir haben Spiele bekommen, wir haben extrem spannende Minifiguren bekommen. Und ja, wir werden sehen, ich habe ein paar schon gekannt, die sind zwischen 3 und 5 Euro wert. Ein paar wusste ich nicht, was der Wert der Minifigur sein wird oder ist. Das schauen wir uns dann gleich an, wenn ich im Lager bin. Ich zeige euch dann noch ganz genau alles, breit ein bisschen aus. Hinten im Laderaum ist einiges am Platz. Da schauen wir uns das Ganze an. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen, meine Freunde. Und ja, ich fahre jetzt noch circa 20 Minuten ins Lager und dann geht's weiter. So, meine Freunde, hier seht ihr die Minifiguren, die wir erhalten haben. Richtig coole Minifiguren. Die Stormtrooper gehen zwischen 3 und 5 Euro bei eBay weg. Hier haben wir auch noch ein paar richtig nice Figuren. Die werden alle bei uns natürlich gelistet. Ganz cool ist, dass es sehr, sehr viele gleiche sind. Dann hat man beim Listen weniger Arbeit. Also, wie gesagt, richtig nice. Wir haben pro Artikel, den ihr jetzt hier seht, also auch pro Minifigur, pro Spiel, pro Konsole, einfach einen Schnittpreis von 1,30 € bezahlt. Warum sage ich immer den Schnittpreis? Weil es sehr, sehr wichtig für die Differenzbesteuerung ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt 1,30 € bezahlt habt, ihr nutzt die Differenzbesteuerung, bekommt 3 Euro für den Artikel, müsst ihr nicht 3 Euro versteuern, sondern nur die Differenz von 1,30 € und 3 Euro, nämlich 1,70 € müsst ihr dann versteuern, sozusagen. Einfach nur mal grob erklärt. Ja, ihr müsst euch natürlich dann die Steuern dann noch ausrechnen. Aber wie gesagt, 1,30 € pro Artikel. Ich habe hier die Stöße gemacht, also 25er Stöße sind das jeweils. Also haben wir hier mit den vier haben wir 100 Artikel, 125, 150. Also hier sind ein paar einzelne CDs dabei. 150, 160, 170, 180, 190. Und mit dem Zeug dann noch haben wir ungefähr 205 Games, verschiedene Games, auch richtig nice Games, wie ihr hier sehen könnt. In einem super Zustand. Dann pro Konsole natürlich auch nur 1,30 €. Wir haben das im Bundle gekauft. Er hat es hier angeboten für 40 Euro auf dem Flohmarkt. Ich habe die für 1,30 € jetzt bekommen. Logischerweise ist vielleicht aber, was soll ich am besten sagen, dieses Spiel nicht 1,30 € wert, wenn ich zum Beispiel das hier. Das werde ich vielleicht nie verkaufen. Dafür habe ich hier Konsolen um 1,30 €. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also der DS, ich hoffe, ich kann das mit einer Hand aufklappen. Habe ich natürlich getestet, der ist ohne Kratzer, funktioniert super. Hier haben wir noch einen, hier haben wir einen mit so einem Kleber drauf, da wird sich der Kollege freuen, weil er das runter machen darf. Und hier haben wir noch einen Game Boy Advance, der auch sehr, sehr gut funktioniert, also richtig nice. Dann haben wir hier noch 5 PlayStation 1, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 5 PlayStation 1. Hier noch ein paar N64 und Super Nintendo Games. Das sieht leider nicht mehr ganz so nice aus, aber das hilft alles nichts. Das muss man mit einkalkulieren. Der Schnittpreis war ja für mich, wie gesagt, richtig top. Auch hier die Games, die sind sogar extra noch verpackt gewesen. Die hat er extra verpackt, damit da ja nichts passieren kann. Es sind ein paar richtig gute Games dabei. Dieses Game hat meine Kindheit geprägt. Richtig nice, dass ich das jetzt kaufe. Hier die Simpsons zum Beispiel. Das ist alles sehr viel wert. In Anführungszeichen im Verhältnis zu den 1,30 natürlich. Also richtig coole Games, super Zustand, alle original natürlich. Dann habe ich hier noch PlayStation 1 Controller am Start, PlayStation 2 Controller habe ich noch ein paar bekommen, ein paar Hüllen inklusive Kabel. Ja, das war die Ausbeute, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Ausbeute findet. Richtig cool, vergesst da ja nicht euch, vergesst ja nicht die Differentialbesteuerung anzuwenden, weil das bringt es einfach total, wenn ihr nur die Differenz besteuern müsst. Das gilt aber nur bei Gebrauchtwaren, meine Freunde. Seid da auf der Hut, aber nutzt das. Also wie gesagt, alles funktioniert auch, wurde getestet von ihm und mir versichert. Und ansonsten kann ich es ihm auch zurückbringen, sollte irgendwas nicht funktionieren. Aber für den Preis von 1,30 € werde ich ihm sicher nichts zurückbringen. Wenn man hier mal schaut, wie heftig die Games auch sind, die hier dabei sind. Ich habe da schon einige verkauft. Simpsons zum Beispiel, Road Rage, oder heißt das, jetzt habe ich über 10 Euro verkauft. Hier das PS4-Game ist sogar noch OVP. Ja, hier haben wir richtig coole Games im Start, meine Freunde. Freue mich total. Und ja,
Wie gesagt, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz unsere USB-Sticks an. Die muss ich jetzt kurz öffnen und hier ein bisschen Platz machen. So, meine Freunde, hier sind die USB-Sticks, die wir uns gezogen haben. Hier haben wir pro Stick mit den ganzen Verzollungsquatsch, wenn ich mal sagen darf, haben wir hier 1 Euro pro Stick bezahlt. Jetzt schauen wir mal kurz, wie der Zustand ist. Ich glaube, das ist hier so ein Riesenpaket. Ich muss das kurz mal aufmachen, einen Moment. So, Freunde, ich habe den Block, wenn ich jetzt mal so sagen darf, mal aufgeschnitten. Der war richtig, richtig gut verpackt. Hier sind schon 4 Stück rausgefallen. Die Qualität ist mal auf den ersten Blick richtig cool. Und ich habe mal 500 Stück geordert. Ich versuche das jetzt abzunehmen, ohne dass übelst raschelt. Es ist noch eine rausgeflogen. Wie gesagt, mit Versand und Verzollung sind wir hier bei 1 Euro. Wenn wir da 1000 oder 2.000, 3.000 nehmen, wird es noch viel, viel billiger. Müssen wir mal anschauen. Und falls ihr mal Bock habt und wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie man so eine Testbestellung macht, ich kann mal eine ganze Reihe machen, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich schreibe mir immer eure Kommentare dann raus, was ich mal machen kann oder machen will. Oder was ihr wollt sozusagen. Aber auf den ersten Blick sehen die Dinger richtig, richtig schön aus. So, meine Freunde, das war es jetzt mit diesem klitzekleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt gibt es noch ein paar Tipps zusammengefasst am Ende. Was sollt ihr beachten, wenn ihr live rausgeht, beziehungsweise wenn ihr jetzt vom Privat einkauft? Natürlich, am besten ist, wenn ihr eine Überweisung machen könnt. Natürlich macht euch dann einen Eigenbeleg, den ihr euch unterschreiben lasst. Natürlich lasst euch eine Liste schicken, beziehungsweise lasst euch Bilder schicken, um den Wert schon vorzumitteln, um euch eure Schmerzgrenze sozusagen bewusst zu sein. Es bringt nichts, wenn ihr hinfahrt und dann irgendwas anbietet, wenn ihr sagt, macht ihr mal einen Preis, dann habt ihr überhaupt keine Ahnung. Deswegen lasst euch das alles im Vorhinein am besten per Mail, am besten schriftlich geben. Dann nutzt die Differenzbesteuerung, ganz, ganz wichtig bei gebrauchten Waren. Und der ein oder andere fragt mich immer, ja René, Gebrauchtwaren, ich will ja mit Neuwaren handeln. Warum handelst du nicht mit Neuwaren? Meine Freunde, ich handle sehr, sehr viel mit Neuwaren, aber auch mit Gebrauchtwaren. Ich handle sogar mehr mit Neuwaren wie mit Gebrauchtwaren. Wie gesagt, wir ziehen ja gerade den eBay-Shop auf, der hat das 2300 Listings. Wir sind wirklich, ich bin alleine jetzt im Lager, es geht zurzeit nicht viel voran, das wird aber alles im nächsten Jahr dann ein bisschen schneller gehen. Aber natürlich, ich habe hier zum Beispiel lauter OVP-Spiele für Xbox One, für die PS4, Lego ohne Ende hier. Das ist ja alles Neuware. Aber warum gefällt mir Gebrauchtware so gut? Weil die Margen da so enorm heftig sind, Freunde. Ihr kauft ein DS für 1,30 im Schnitt ein oder ihr kauft ein Spiel für 1,30, was 15 Euro wert ist. Das ist 1000%. Du wirst nie im Leben bei Neuware 1000% bekommen. Und jetzt will ich euch ganz kurz was sagen. Der Vergleich, jetzt ich nehme es ganz kurz, zwischen gebrauchten Games und neuen Games, müsst ihr euch mal klar werden. Bei den gebrauchten Games habt ihr mehr Risiko, dafür mehr Gewinn. Bei den neuen Games habt ihr wenig Risiko, dafür wenig Gewinn. Das ist nicht nur bei den Games so, das ist überall so. Ihr müsst euch immer klar werden, wie viel Risiko will ich eingehen und muss dann auch mit dem Gewinn zufrieden sein. Es ist ja überall im Leben so. Blödes Beispiel vielleicht, Spiel Lotto, was ich natürlich nicht mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, also das Risiko ist so hoch, dass du verlierst. Das liegt bei 99,9999%, dass du nicht gewinnst. Das gehst du ein. Aber wenn du gewinnen solltest, ist das natürlich so riesengroßer Gewinn. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Natürlich kann so ein Spiel mal nicht funktionieren, gebraucht ist. Ja, aber das ist ja vollkommen egal, wenn ich dafür ein Spiel 1000% bekomme. Und bei so einem neuen Spiel habe ich 80, 90, wenn es gut läuft, 100% drauf. Ihr müsst euch einfach nur die zwei Seiten gegenüberstellen. Refunds habe ich bei den neuen weniger, dafür bei den gebrauchten mehr. Dafür habe ich hier mehr Geld und hier weniger Geld. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, meine Freunde. Natürlich sprechen für die gebrauchten Games auch noch, dass sie nicht mehr produziert werden, dass sie begehrter sind und so weiter und so weiter. Aber ja, ich will das Video nicht zu lang machen. Das war's mit diesem klitzekleinen Video. Wenn ihr den Rasputin, also den Funko Pop, gewinnen wollt, dann liked das Video und seid Abonnent vom Kanal. Und ansonsten, jetzt blende ich dann noch gleich den Gewinner von gestern ein und den Gewinner von heute, der wird dann morgen wieder eingeblendet. Ich wünsche euch jetzt einen super schönen Tag. Gerne könnt ihr auch das Video teilen, um unseren Kanal zu supporten. Würde mich natürlich freuen und ansonsten wünsche ich euch wirklich einen super schönen Tag. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste, habe ich in letzter Zeit leider schmerzlich erfahren. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute und bleibt gesund. Ciao.